Moin, ja, einige werden es schon mitbekommen haben. In den letzten paar Monaten habe ich jeden Monat eigentlich ein Projekt mit Adobe umgesetzt. Letzten Monat war es zum Beispiel das Projekt, wo ihr mir Photoshop-Fragen stellen konntet. Davor gab es ein Teamprojekt, wo wir zusammen ein Bild erstellt haben. Jeder hat einen Teil des Bildes beigetragen. Wir sind nämlich ein Team von 4 Leuten. Das ist der Christoph, die Mary von Fotomädchen, Lena Fayet und meine Wenigkeit. Und diesen Monat war das Thema, dass man sich zu zweit zusammentut und dem jeweils anderen Teampartner dann etwas von seinem Stil erklärt oder eine Technik erklärt. Ich habe der Lena Fayet zum Beispiel etwas in Photoshop erklärt. Wir hatten ein längeres Online-Gespräch. Also Lena, Simon und ich. Simon hilft ihr bei ihren Fotos immer sehr tatkräftig mit. Und ich habe mich dann entschieden, mal wieder ein Porträt umzusetzen. Habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Und ich habe dafür auch noch mal durch ihren bin noch mal durch ihren Feed gegangen bei Instagram und habe geschaut, welches Foto mir besonders ins Auge fällt. Und da gab es auch eins und da habe ich sie dann noch mal ja mit Fragen bombardiert, wie sie das gemacht hat. Also wie war die Blende, welche Einstellungen an der Kamera allgemein, wie war der Abstand zum Licht, was für eine Lichtquelle war das überhaupt, was für ein Hintergrund und so weiter. Und nachdem ich das alles wusste, habe ich mich dann selbst dran gemacht und das Ganze versucht nachzustellen. Ich finde, es ist mir auch ganz gut gelungen. Den Look habe ich nicht hundertprozentig hinbekommen. Das Licht bei mir war ein wenig kontrastreicher, weil auch draußen die Sonne schien. Ich glaube, wenn der Himmel bedeckt gewesen wäre, wäre das Licht noch etwas weicher gewesen. Aber dennoch bin ich sehr zufrieden und ich finde, mein Ergebnis sieht ihrem doch schon recht ähnlich. Und da das Ganze natürlich nicht so hundertprozentig in meinen Instagram-Feed gepasst hätte, habe ich dann noch so ein bisschen was extra gemacht. Also es gibt jetzt quasi 2 Ergebnisse und beim zweiten habe ich dann noch so ein paar Lichteffekte und so eingebaut. Und das Ganze zeige ich euch gleich am Bildschirm. Vorher noch ein kleiner Hinweis hier. Ich habe mir extra meinen Adobe Max Pullover heute angezogen. Ich war jetzt schon dreimal bei der Adobe Max auch aktiv dabei. 2016 das erste Mal in den USA als Speaker, 2018 dann als Zuschauer wieder in den USA und letztes Jahr durfte ich auch noch mal Speaker sein. Da gab es das erste Mal die Online-Variante, die es auch dieses Mal wieder gibt, die vollkommen kostenlos ist. Und es gibt super viele richtig gute Speaker. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich habe jedes Mal sehr, sehr viel gelernt. Und ja, am 26. Oktober 2021 geht's los. Ihr könnt euch natürlich jetzt noch anmelden. Und ja. Das nur noch als Empfehlung am Rande. Link ist unten in der Videobeschreibung und jetzt geht's gleich dann an meinen Bildschirm. Ja, da sind wir in Photoshop. Und ich habe hier schon beide Versionen geöffnet, hier oben bei mir in Photoshop. Und ich zeige euch jetzt erstmal, wie ich zum ersten Ergebnis gekommen bin und danach zum zweiten. Und damit ihr auch so ein bisschen wisst, wie die Ausgangslage war, also wie es aussah, das Licht, als ich geshootet habe, wie die Position vom Model zum Hintergrund und zum Licht war, hier nochmal ein kurzer Einblick in das Shooting. Könnt sehen hier, das Model stand seitlich vom Fenster relativ nah dran. So bekommt man dann die dunklere Seite des Bildes etwas dunkler. Man hat dann einen ja, stärkeren Kontrast, je näher man am Licht steht. Das ist allgemein so. Und wir haben hier in der Wohnung zum Glück so eine grüne Wand, die jetzt auf dem Foto fast schon ja so Zyanfarben, grün Zyan, das ist so ein blau-grün Gemisch wirkt. Die werden wir noch mal wieder ein bisschen umfärben. Und ja, das nur als kurzer Einblick zum Fotoshooting. Und jetzt geht es auch schon wieder zurück in Photoshop. Ganz kurz noch meine Einstellung. Können wir auch hier eben schnell in Photoshop nachschauen. Unter den Dateiinformationen könnt ihr hier in die Kameradaten reingehen. Und dann könnt ihr hier sehen, dass ich eine Brennweite von 48 mm benutzt habe. Und ja, hier seht ihr auch meine Belichtungszeit und meine Blende. Ich habe hier Blende 2,8 verwendet. Die Lena hat in ihrem Bild 1,8 verwendet. Ich habe es auch erst mit der anderen Linse versucht. Diese hier, die ich benutzt habe, die hat als kleinste Blende 2,8. Die ist ja sehr viel schärfer und meine andere Linse von Canon, eine ein bisschen ältere, da hatte ich ein bisschen Probleme mit der Schärfe. Die ist eben auch nicht für meine Kamera ausgelegt. Da benutze ich so einen Adapter. Da hätte ich auch sicherlich ein gutes Bild rausbekommen, aber mit dieser neueren Linse,
die ich eigentlich hauptsächlich benutze, also hier das Tamron 28 bis 75, geht es immer etwas komfortabler. Das schießt schärfere Bilder und fokussiert besser und schneller und so weiter. Deswegen habe ich dann dieses Objektiv benutzt. So, ja, ansonsten dürften die Umstände sehr ähnlich gewesen sein zu dem Bild von Lena. Ich habe mir das hier in Photoshop auch nochmal geöffnet. So sah das Endresultat von ihr aus. Ja, sie hat mir eben so ein bisschen erklärt, dass das Model eben auch seitlich zum Licht stand. Man sieht es hier natürlich auch, dass hier diese Gesichtsseite sehr viel dunkler ist. Und sie hat auch ein Fenster benutzt, vermutlich natürlich ein anderes Fenster als ich. Dann ist der Lichteinfall vielleicht auch ein bisschen anders. Und vermutlich war das Licht doch etwas weicher an dem Tag oder ziemlich sicher. Bei mir sieht man hier ganz klar diesen Glanz auf der Haut, was daran lag, dass eben die Sonne geschienen hat draußen. Man sieht, das Model, was jetzt auch gleichzeitig meine Frau ist übrigens, hat ja keine größeren Schatten im Gesicht. Also das Licht ist schon weich, aber dadurch, dass es draußen eben sehr hell war, ist der Kontrast etwas stärker und ich vermute, dass wir deswegen auch diesen Glanz auf der Haut bekommen haben. Gut, so viel zur Ausgangslage. Jetzt zeige ich euch hier ein bisschen was. Wie ich die Hautretusche gemacht habe, finde ich jetzt relativ langweilig. Da gibt es schon genug Videos bei YouTube hier, also könnt ihr euch da auch anschauen, da habe ich wirklich nichts Besonderes gemacht, also ein bisschen abwählen, ein bisschen Frequenztrennung und so weiter. Ja, was ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten wollte, noch kurz, ist das Ausgangsfoto, das sah so aus. Also wie ihr seht, ich habe hier ein bisschen retuschiert und vor allem den Hintergrund habe ich retuschiert und das habe ich mir ja sehr einfach gemacht. Hier habe ich tatsächlich einfach nur mit einem Pinsel, bei dem ich mir hier mit der Pipette eine Farbe aus dem Hintergrund aufgenommen habe, drüber gemalt und einfach hier das Bild, was man hier noch im Anschnitt sieht, das Sofa und hier ist noch so eine Lampe, da einfach drüber gemalt und so eben einen ruhigen Hintergrund bekommen. Dann eben die Hautretusche gemacht und um diesen Effekt, dass diese Seite hier dunkler ist, noch etwas zu verstärken, habe ich dann mit einer Ebene im Modus weichen Licht, habe ich hier dann einfach mit einer dunklen Farbe ein bisschen drüber gemalt und diesen Bereich hier noch ein bisschen abgedunkelt. Ihr seht, hier habe ich auch so ein bisschen noch aufgehellt, um die Lichtrichtung so ein bisschen klarer rauszubringen. Dann als nächstes Augenreflex verstärken, finde ich, bringt auch noch mal ein bisschen was, dann glänzen die Augen noch etwas doller. Kann man immer gut bei Porträts machen. Hier sehe ich jetzt gerade, habe ich einen Rechtschreibfehler eingebaut. So, Augenreflex. Dann nehme ich eine Ebene Modusfarbe abwählen, immer dran denken, mit Schwarz füllen vorher und dann mit Weiß einfach hier über die Bereiche malen, um ja, die Bereiche, die man aufhellen möchte, dann aufzuhellen, in dem Fall eben der Augenreflex. Hier habe ich noch irgendetwas mit dem Hintergrund gemacht. Und ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht genau, was das ist. Anscheinend habe ich hier unten noch ein bisschen gemalt, wie man sieht. Steht auch im Modus normal. Wahrscheinlich hat mich hier unten das noch gestört, dass wir hier so eine leicht dunkle Stelle haben. Dann habe ich etwas mit der Farbe gemacht. Und das hier ist jetzt eine Korrekturebene. Und zwar eine Ebene selektive Farbkorrektur. Und wie ihr sehen könnt, nur mit dieser Korrektur hier habe ich hier hinten diesen die Wand komplett in eine andere Farbe gebracht und eben das Ganze schon sehr viel näher hier an das Bild von der Lena gebracht. Also die Lena hatte hier übrigens eine eher hellgrüne Wand, die sie dann im Endeffekt in der Bearbeitung dunkler gemacht hat. Bei mir war es eher andersrum. Ich habe hier versucht, diese Wand noch ein bisschen aufzuhellen. Das habe ich eben mit der selektiven Farbkorrektur gemacht. Ich glaube, ich habe hier hauptsächlich in den Zyren, im Zyrenbereich rumgespielt, also hier das Zyren rausgenommen. Wenn ich das jetzt mal zurückstelle, dann seht ihr, ich habe eigentlich nur im Zyrenbereich gearbeitet. Und ja, hier könnt ihr also noch mal kurz meine Einstellungen sehen. Zyan rausgenommen, ein bisschen Magenta rausgenommen, Gelb hinzugefügt. Und dann habe ich diese Wandfarbe bekommen. Und dann, um diesen Look noch weiter und näher an das Bild von der Lena zu bringen, habe ich dann eine Ebene drüber gelegt. Die liegt hier einfach drüber im Modus Normal. Und die habe ich mit 20% Deckkraft drüber gelegt. Das ist einfach eine Farbe, die ich hier benutzt habe. Ich kann das mal auf 100% stellen. Ich habe hier so ein Schlammgrün genommen und das habe ich jetzt eben auf 20% runter gesetzt und dadurch haben wir diesen matten Look, den wir hier auf dem Bild auch haben. Ich weiß nicht genau, wie Lena das gemacht hat, über die Bearbeitung haben wir nicht gesprochen tatsächlich. Ich habe es eben so gemacht und dann ist es eben so, dass die ganzen hellen Bereiche und dunklen Bereiche eben nicht mehr so dunkel sind und die hellen Bereiche nicht mehr ganz so hell. Aber das Bild wird einfach so ein bisschen matt, ein bisschen flauer, ein bisschen kontrastärmer, aber es gibt eben diesen etwas retroartigen Look. Dann habe ich noch ein bisschen hier das Licht eingestellt, so dass wir hier auf dieser Seite eher ein helleres Licht haben und auf dieser Seite eher ein dunkleres Licht. Dann stimmt die Lichtrichtung hier im Bild etwas mehr überein. Das habe ich eben einfach mit einer Tonwertkorrektur gemacht. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier einfach ein bisschen aufgehellt an der Stelle
und eben hier auf der anderen Seite einfach abgedunkelt, indem ich diesen Regler hier nach unten geschoben habe. Und dann habe ich noch ein bisschen die Details geschärft. Also da habe ich hier einfach der Bereich, der scharf ist, also das Auge, nochmal so ein bisschen mit der Schärfe hervorgehoben. Das habe ich mit dem Hochpass gemacht. Hochpass bedeutet einfach alle Ebenen auf eine Ebene reduzieren, oben drüber legen, dann in den Modus lineares Licht gehen, geht auch mit dem harten Licht oder mit Überlagern oder weichem Licht, je nachdem, wie stark dieser Effekt sein soll. Da kann man so ein bisschen rumprobieren und dann geht man hier auf Filter, sonstige Filter, dann Hochpass und dann nimmt man da so 1 bis 2 Pixel und dann bekommt man hier so eine graue Ebene, in der eben die, ich kann das auch nochmal eben etwas besser zeigen, in der hier einige Details hervorgehoben sind. Wenn ich hier jetzt sehr nah rangehe, sieht man hier, dass hier die Wimpern zum Beispiel oder hier diese Bereiche des Augenreflexes, die Bereiche, die wirklich scharf sind, die sind hier jetzt dunkler oder eben heller und dadurch wird das Bild eben nochmal geschärft und dann bekommt man eben diesen sehr scharfen Effekt. Zum Schluss noch ein Rauschen drüber gelegt, weil Lena das, glaube ich, bei ihren Bildern auch sehr stark macht. Man sieht, das ist jetzt hier auch eine sehr schlechte Auflösung, die ich hier aus Instagram rauskopiert habe. Aber man sieht es trotzdem so ein bisschen, dass da doch ein recht starkes Rauschen auf dem Bild liegt. Und wenn man das Ganze jetzt im Vergleich anschaut, wir können das Bild ja auch mal einfach direkt hier reinziehen, um das anzuschauen. Natürlich ist es ein bisschen was anderes, aber ich denke, ich habe den Look schon recht gut getroffen. Für meine, nach meiner Meinung zumindest. Ihr Bild sieht natürlich ein bisschen anders aus, aber so von der Grundlage her, von der Farbigkeit, von diesem matten Look, denke ich, habe ich es doch ganz gut hinbekommen. War auf jeden Fall eine ganz coole Herausforderung, aber das hat mir natürlich noch nicht gereicht, damit ich das Bild dann auch auf Instagram posten kann, denn so passt das Ganze ja nicht so richtig in meinen Stil. Ich finde es ein sehr schönes Bild und ich werde es auf jeden Fall auch so behalten und vielleicht werde ich es mir auch aufhängen oder so, aber um es bei Instagram zu posten, war es dann doch etwas, was nicht so richtig in meinen Feed passt, zu meinem Stil passt und deswegen habe ich dieses Bild dann genommen und gedacht, okay, jetzt bearbeite ich es nochmal ein bisschen weiter, baue es nochmal ein paar Lichteffekte ein. Ich habe mir dann dieses Bild eben genommen, ungefähr bis hierhin. Ich glaube, so habe ich es genommen, genau. Also nur mit der Hautretusche und dieser Hintergrundretusche so ein bisschen. Und den Look habe ich mir dann später nochmal kreiert. Und dann habe ich hier angefangen, das Bild nochmal weiter zu bearbeiten. Und ich habe es erstmal mit dem Camera Raw Filter abgedunkelt und ein wenig die Wärme nach unten gebracht, also die Farbtemperatur, meine ich. Hier seht ihr das, hier bin ich bei minus 15, hier bei der Belichtung ein bisschen runter, Lichter ein bisschen runtergezogen. Also dadurch kommt natürlich dann dieser Glanz hier im Bild noch etwas stärker raus, wenn ich die Lichter runterziehe. Tiefen etwas hochgezogen, damit wir hier nicht absaufen in den dunklen Bereichen. Und dann war das hier so ein bisschen meine Grundlage für meine Bearbeitung. Und dann habe ich hier weitergemacht. Was kam dann? Genau, da habe ich noch ein bisschen abgedunkelt. Ich wollte hier diesen Glanz nicht so ganz stark haben. Hier habe ich also eine Ebene im Modus abdunkeln. Das ist immer eine ganz gute Sache, wenn man wirklich helle Bereiche so ein bisschen abdunkeln möchte. Dann kann man einfach den Pinsel nehmen und sich zum Beispiel, ich zeige das mal eben kurz, erstellt sich eine neue Ebene im Modus abdunkeln. Die habe ich jetzt ausgeblendet, wie ihr gesehen habt. Jetzt würde ich mir zum Beispiel hier eine Farbe rausnehmen mit dem Color Picker, mit der Pipette, genau, so heißt es auf Deutsch. Und dann kann ich hier einfach drüber malen und es ist jetzt natürlich viel zu stark. Also ich würde hier wirklich sehr, sehr wenig Fluss nehmen, vielleicht auch eher eine Farbe, die etwas heller ist. Und dann male ich hier so ein bisschen drüber und so kann man hier diese Glanzstellen so ein bisschen nach unten bringen. Und durch den Modus abdunkeln werden eben wirklich nur die Bereiche bemalt, die dunkler sind, nicht die, die dunkler sind, sondern die, die heller sind, als die Farbe, die ihr aufgenommen habt. Also wenn ich jetzt hier eine Farbe aufnehme und jetzt hier drüber male, wird nicht sehr viel passieren. Wie ihr seht, ich male jetzt hier drüber, weil hier in diesem Bereich nicht viele Pixel sind, die heller sind, als die Farbe, die ich aufgenommen habe. Man sieht hier so ein paar kleine helle Pixel sind hier und die würden jetzt hier bemalt werden und der Rest nicht. So kann man sich ungefähr die Wirkungsweise des Ebenenmodus abdunkeln vorstellen. Und so habe ich das eben gemacht, damit dieser Glanz hier nicht ganz so stark ist, das Ganze ein bisschen abgedunkelt. Dann habe ich die Sättigung noch ein bisschen rausgenommen, damit die Farbe, die ich dann durch diese Funken reinbringen möchte, so ein bisschen besser rauskommt. So, dann würde ich sagen, würde ich mal hier die Funken einblenden. Und das waren jetzt einfach verschiedene Schneetexturen. Also ich kann euch nochmal zeigen, wie die im Original aussahen. Ich würde einfach mal eine hier nach oben bringen, setze sie mal auf normal und die waren natürlich eigentlich nicht so gelb, sondern
sahen eher so aus. Also das ist einfach hier so Schnee oder etwas Schneeartiges von einer schwarzen Wand fotografiert. Also da kann man sich irgendwie vielleicht so kleine Konfetti, so weiße machen, die von einer schwarzen Wand in die Luft schmeißen und dann fotografieren mit einem Blitz. Am besten von der Seite, damit die schwarze Wand nicht aufgehellt wird. Und dann kriegt man so eine Textur. Kann man natürlich auch auf andere Weise erstellen. Es gibt auch tatsächlich so Kunstschnee, den man sich bestellen kann. Habe ich auch hier zu Hause. Also ich habe diese hier nicht selbst gemacht. Die habe ich mir irgendwann mal runtergeladen. Aber die waren jetzt ganz cool, um daraus auch solche Funken zu erstellen. Damit wir jetzt nicht hier das ganze Bild voll Funken haben, habe ich hier diese drei Texturen alle in eine Gruppe gesteckt und ich habe sie zusätzlich auch noch eingefärbt in Orange und wie gesagt, dann habe ich hier über die Gruppe eine Maske gelegt und dann eben nur hier in dem Bereich gezeigt. Die ganzen Funken stehen übrigens nicht alle im gleichen Ebenenmodus, sondern der hier steht auf farbig abmittel, der obere. Der bringt eben ja so ein bisschen das Leuchten rein, würde ich sagen. Und die anderen sind einfach im Modus negativ multiplizieren. Den nutze ich immer gerne für so Überstrahlung oder wenn eine Farbe einfach etwas aufgehellt werden soll und eben dunkle Bereiche ausgeblendet werden sollen. Denn hier diese Texturen, die ich benutzt habe, die haben ja alle einen schwarzen Hintergrund. Und das Coole an den Ebenenmodi von aufhellen bis hellere Farbe ist, dass die alle eben diese schwarzen und dunklen Bereiche ausblenden. Also schwarz blenden sie komplett aus und alles, was darüber kommt, wird dann stückchenweise eingeblendet. Wenn man weiß hat, ist es komplett 100% sichtbar und alles dazwischen wird eben aufgehellt dargestellt. Also wenn man dann ein Orange hat, wird es eben als so ein helles Orange leicht lichtdurchlässig oder leicht transparent dargestellt. Und wenn man das Ganze dann noch eben mit farbig abwählen kombiniert, dann bekommt man so ein richtiges Leuchten und dann sieht es auch wirklich jetzt hier aus wie Funken. Also farbig abwählen hält eben nochmal etwas stärker auf und farbig abwählen hält vor allem besonders Bereiche auf, die schon hell sind und diese Bereiche werden stärker aufgehellt als dunkle Bereiche. Das ist eben der Unterschied zum Beispiel zu negativ multiplizieren. Da wird einfach alles relativ gleichmäßig aufgehellt. Also ich habe hier zwei Ebenen im Modus negativ multiplizieren und eine oben drüber dann im Modus farbig abwählen. Das ist natürlich hier dann nochmal die jedes Mal die gleiche Textur, eben nur in anderen Ebenen Modi. Und dadurch hält sie sich natürlich gegenseitig auf. So, jetzt haben wir schon einen ganz netten Look, aber dadurch, dass sich jetzt dieses Licht, was jetzt hier rumfliegt, diese Funken noch nicht auf die Person auswirken, wirkt es noch so ein bisschen, ja, nicht so zusammengehörig. Deswegen habe ich dann eben Lichtreflexion reingemalt, um hier eben zu zeigen, diese Funken, die wirken sich hier zum Beispiel auch, hier sieht man es ganz gut, auf die Haut aus. Diese Funken leuchten auf die Haut und erzeugen da eben so kleine Lichtpunkte. Und das ist eben auch relativ einfach gemacht. Also da habe ich auch wieder einfach eine schwarze Ebene genommen und dann mit einer Farbe, zum Beispiel eine, die ich hier jetzt rausnehmen würde, zum Beispiel hier so ein helles Orange, könnte ich jetzt hier malen. Wenn ich jetzt hier male, seht ihr, was passiert. Ich würde hier immer darauf achten, dass wir hier einen sehr kleinen Fluss nehmen. Ich nehme meistens irgendwas so zwischen 1% und 5%. Dann hat man eine sehr gute Kontrolle und dann kann ich jetzt hier zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt das, gibt es hier irgendeinen Funken, der noch nicht so schön die Haut anleuchtet, vielleicht hier irgendwo. Ich möchte jetzt, dass dieser Funke hier vielleicht etwas heller ist. Man kann natürlich die Funken selbst auch noch ein bisschen aufhellen, indem man einfach drüber malt und dann male ich einfach direkt unter dem Funken nochmal hier so eine kleine Lichtreflexion von dem Funken auf die Haut und schon haben wir dafür gesorgt, dass sich eben die beiden Bildteile auch beeinflussen. Dadurch kann man eben sehr viel mehr Zusammengehörigkeit erzeugen. So, dann haben wir hier eine farbig abwählende Ebene. Anscheinend habe ich hier einfach so ein bisschen Orange reingemalt. Das ist jetzt hier im Modus weiches Licht. Da war mir anscheinend dieser Bereich unter dem Auge hier war mir so ein bisschen zu dunkel. Deswegen habe ich den so ein bisschen aufgehellt mit so einem leichten Orange. Und dann haben wir eine Überstrahlung, die sorgt eben dafür, dass diese Funken auch so ein bisschen nach außen strahlen. Das ist einfach eine Ebene im Modus negativ multiplizieren, bei der ich jetzt einfach hier ein bisschen drüber gemalt habe. Zum Beispiel, ja, kann man sich hier wieder ein Orange rausnehmen und dann malt man sich hier diese Überstrahlung rein. Oder man kann natürlich auch hier aus dem Farbwähler was nehmen und dann kann man eben dafür sorgen, dass diese Funken so ein bisschen mehr leuchten nach außen, indem man da ein paar Mal drüber klickt. Ich habe jetzt hier auch plus 4%, da kann man ruhig ein bisschen höher gehen. Und ja, so mache ich das eigentlich, wenn ich möchte, dass etwas nach außen hin so ein bisschen so ein Glow bekommt.
So, dann haben wir einen Augenreflex. Da habe ich einfach hier ein paar Punkte ins Auge gemalt und dann mit der Bewegungsunschärfe, also Filter, Weichzeichnungsfilter, Bewegungsunschärfe, habe ich diese Punkte so ein bisschen weich gezeichnet, damit wir hier diesen, ja, so als wäre, würden diese Funken jetzt hier im Auge vorbeifliegen und dann sich auch so ein bisschen im Auge spiegeln. Und ich habe hier noch einen Ebeneffekt reingesetzt, nämlich den Schein nach außen. Dann leuchten diese, ja, diese Punkte im Auge, dieser Reflex leuchtet dann auch so ein bisschen nach außen. Und es scheint so, als würden sich jetzt hier diese Funken spiegeln. Also es ist jetzt keine wirkliche Spiegelung, sondern das sind irgendwelche Punkte, die ich hier reingesetzt habe. So, was haben wir noch? Ja, hier habe ich noch ein bisschen Licht reingemalt im Modus ineinander kopieren. Warum habe ich da jetzt ineinander kopieren genommen? Ich habe da einfach ein bisschen rumprobiert und geschaut, was mir am besten gefällt. Und es war ineinander kopieren. Es ist manchmal der Modus normal, es ist manchmal der Modus farbig abwählen. Es kann negativ multiplizieren sein oder es kann ineinander kopieren oder weiches Licht sein. Also da probiere ich tatsächlich so ein bisschen rum. Und ineinander kopieren hat mir hier am besten gefallen, um hier diese rechte Seite des Gesichts noch so ein bisschen aufzuhellen, um hier so ein paar Lichtreflexe, Lichtreflexionen von dem orangen Licht hier auf die Nase und hier die Augenhöhle so ein bisschen zu bringen. Dann haben wir hier den Augenreflex noch ein bisschen eingefärbt. Den habe ich einfach in Orange gefärbt, einfach mit Orange im Modus Farbton. Auch ein sehr, sehr schöner Modus, wenn man etwas einfärben möchte. Und der sorgt eben dafür, dass Dinge, die vorher sehr stark gesättigt waren in der Farbe, dann eben auch, wenn man in der neuen Farbe darüber malt, stark gesättigt sind. Also wenn ich jetzt hier über einen Bereich malen würde, der nicht so stark gesättigt ist, wie zum Beispiel jetzt das Auge, man sieht, es ist so ein bisschen bläulich, aber hier in der Stelle ist es vielleicht relativ grau und ich male jetzt mit Orange drüber. Man sieht, es passiert was, aber das Orange wird nie so richtig kräftig, denn es wird die Sättigung von den Pixeln darunter übernommen. Und wenn ich jetzt über eine Stelle male, die sehr stark gesättigt ist, zum Beispiel diese Bereiche hier, wenn ich da jetzt zum Beispiel blau rüber male, dann wird man sehen, dass dieser Bereich eben auch relativ stark blau wird, denn wir haben ja in dem Bereich hier eine recht starke Sättigung auch. So funktioniert das ungefähr mit dem Modus Farbton. So, dann haben wir hier einen Filter eingesetzt, leuchtende Konturen. Der ist besonders eigentlich für Funken sehr gut geeignet oder allgemein, wenn man etwas noch mehr zum Leuchten bringen möchte. Also das ist der Filter leuchtende Konturen. Zeige ich euch mal eben ganz schnell, wie der funktioniert. Ich habe jetzt hier nochmal eben schnell eine Kopie aller Ebenen gemacht, die hier drüber gelegt. Und jetzt gehe ich hier in die Filtergalerie und dann gehe ich auf leuchtende Konturen. Das ist ja dieser Filter. Und ja, so würde ich ihn jetzt vielleicht einstellen. Kantenhelligkeit 20, Glättung. Können wir noch ein bisschen höher stellen, vielleicht die Kantenbreite auch etwas höher, je nachdem wie stark diese Kanten jetzt leuchten sollen. Und dann gehe ich auf OK und dann gehe ich hier von normal auf farbig abwählen und ihr seht, was dann passiert. Wir kriegen überall so leuchtende Konturen nochmal um einige Bereiche herum, aber in verschiedenen Farben. Da macht es dann häufig auch nochmal Sinn, Steuerung U zu drücken und das Ganze nochmal einzufärben. Hier zum Beispiel in Orange das Ganze zu färben, dann haben wir wirklich nur orange leuchtende Konturen. Man kann das Ganze jetzt noch weich zeichnen oder mit dem Ölfarbenfilter auch so ein bisschen weicher gestalten. Ich würde jetzt aber auf jeden Fall alles ausblenden und dann mir diese Konturen eben nur an einigen Bereichen zurückholen, wo ich die gerne sehen möchte. Zum Beispiel hier könnte man das noch machen und hier eben einfach die Bereiche, die schon leuchten, noch stärker zum Leuchten bringen und dadurch wird der Look natürlich sehr surreal. Ich würde das jetzt hier auch wieder löschen, weil meine erste Ebene hier mit den leuchtenden Konturen reicht mir. Sollte man also nicht übertreiben, außer man möchte so einen sehr, sehr stark surrealen Look. Klar ist der Look jetzt hier auch surreal, aber ich habe versucht, es noch so ein bisschen im Rahmen zu halten. Dann habe ich nochmal Überstrahlung reingesetzt, weil mir es anscheinend noch nicht genug war, also wieder eine Ebene im Modus negativ multiplizieren. Vielleicht gehe ich jetzt hier sogar ein bisschen in der Deckkraft runter. Weil ich gerade schon wieder denke, dass es zu viel ist. So, nochmal Lichtreflexion reingemalt. Hier habe ich jetzt so gedacht, dieser Funken hier im Speziellen, der sollte sich auf jeden Fall hier unten im Auge spiegeln. Deswegen habe ich da nochmal im Speziellen jetzt diese Lichtreflexion reingebracht. Hier auch nochmal eine reingemalt und einfach noch so ein paar mehr Lichtreflexionen. Auch hier unten auf dem Pullover habe ich nochmal etwas reingemalt, wo ich jetzt zum Beispiel schon wieder denke, ach, das ist etwas zu krass. Da würde ich es nochmal ein bisschen zurücknehmen, einfach mit Schwarz dann drüber malen. Und dann habe ich den Look tatsächlich wieder ähnlich umgesetzt wie beim ersten Bild. Habe hier wieder so einen Matt-Look drüber gelegt, weil ich das irgendwie für dieses Bild ganz cool finde. Dann nochmal einen malerischen Look drüber, also mit dem Ölfarbenfilter kombiniert mit Hochpassfiltern. Also zwei Ebenen mit dem Hochpass,
Und darunter liegt einmal eine Ebene hier mit dem Ölfarbenfilter. So kann man so einen ganz coolen, scharfen, aber malerischen Look kreieren. Sieht auf einigen Bildern mal ganz gut aus. Hier habe ich es eingesetzt. Ich versuche immer, dass das nicht zu stark rauskommt. Man kann hier dann mit der Deckkraft noch etwas weiter runtergehen. Ich bin jetzt hier für diesen malerischen Look bei 48%. Und dann hat man nochmal so einen leichten, ja, so eine leicht andere Struktur über dem Bild. Dann habe ich das Rauschen auch hier wieder eingesetzt. Bringt natürlich alles nochmal so ein bisschen zusammen und unterstützt diesen retroartigen Look. Ja, so ist das Bild entstanden. Und ich hoffe, das hat euch vielleicht bei einigen Dingen weitergeholfen. Vielleicht kanntet ihr den einen oder anderen Trick noch nicht. Und ja, falls ihr was Ähnliches umsetzt, lasst es mich wissen. Würde mich interessieren, was dabei euch rauskommt. Ansonsten macht es erstmal gut. Und wir hören uns dann irgendwann bei meinem nächsten Video wieder. Ciao!